Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden jetzt unsere Infos, die wir über Directory-Info, Drive-Info und File-Info gesammelt haben, mal jetzt in einem zusammenhängenden Beispiel anwenden. Ich habe hier eben im Skript die Klasse Dateisystem-Explorer festgelegt, die eben Festplatteninhalte komplett aufgeschlüsselt anzeigt, bis zu einer gewissen Ordnerebene, die wir hier oben festlegen können. Und was ich hier allerdings machen will, ich wandle dieses Beispiel jetzt in diesem Video ein bisschen ab, weil meine Festplatteninhalte viel zu groß wären, als dass man sie komplett auf der Konsole ordentlich anzeigen kann. Deswegen mache ich das in einem kleineren Beispiel, aber im Prinzip gehen wir hier ähnlich vor wie das, was hier im Skript gezeigt wird. Also auch hier möchte ich erstmal eine Klasse Dateisystem Explorer schreiben. Was diese Klasse jetzt allerdings machen soll, ist eben die Ordnerinhalte für einen Pfad angeben, die ich dieser Klasse übergebe. Also mache ich eine Methode, zeige Ordnerinhalte an. Da gebe ich eben einen Pfad. Oder wir können das auch Ordnerpfad nennen, dann ist es natürlich eindeutiger. So, das erste, was wir machen wollen, ist versuchen, aus diesem Ordnerpfad eine Directory-Info zu bauen. Warum? Weil wir eben dann die Möglichkeit haben, dass wir überprüfen können, gibt es diesen Ordner, der hier angegeben wurde, überhaupt. Das heißt, was ich mir mache, ist eine Directory-Info bauen. Daraus mache ich mir eben... gebe eben diesen Ordnerpfad an, der mir per Parameter übergeben wird. Ich kann das gleich mal in eine neue Datei schieben. Und wir haben hier eben die Möglichkeit, dass wir jetzt überprüfen können, existiert das überhaupt? Wenn das nicht der Fall ist, dann schmeiße ich eine Argument Exception. Der angegebene Ordner existiert nicht. Und hier gebe ich dann natürlich auch noch den Parameternamen mit Ordnerpfad an. Schritt 1. Ich überprüfe erstmal, bin ich in einem tatsächlichen Ordner, der mir hier übergeben wurde für diesen Pfad. Und wir überprüfen jetzt als nächstes, was gibt es denn für Inhalte in diesem Ordner. Das Erste, was wir machen sollten, ist überhaupt mal den Ordnernamen ausgeben. Console-WriteLine directory-info.name. Dann hole ich mir die Subordner, also die innerhalb dieses Ordners liegen, eben mit getDirectories. Und laufe dann durch diese Ordner durch. Hier haben wir eben den Punkt, dass ich jetzt Subordner Info. Hier kann ich dann eben sagen, ebenfalls Console Write Line. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ich sollte jetzt wirklich sagen, die Ordnerinhalte aus. Also ich mache mir eine private void Ordnerinhalte rekursiv aus. Hier bekomme ich eben eine Directory-Info. Also ich möchte hier Rekursion anwenden. Warum? Weil das Dateisystem natürlich wie eine Baumstruktur aufgebaut ist. Heißt, wie dass eben ein Ordner in genau einem anderen Ordner liegen kann. Also es gibt sozusagen einen Elternordner, in dem ich liege. Ich kann aber beliebig viele Subordner und Dateien innerhalb eines Ordners haben. Und damit fächert sich das Ganze eben auf wie eine Baumstruktur. Ordnerinfo.
Und das reicht uns dann auch schon erstmal. Was wir hier eben machen ist, wir machen hier ein Console-Write-Line mit dem Namen. Ordnerinfo.name. Holen uns dann die Subordner wiederum. Also eigentlich das, was wir oben auch machen, das können wir gleich noch zusammenführen. Get Directories rufen wir hier auf. Und wir versuchen jetzt eben for each Subordner unter Ordner Info können wir jetzt eben wiederum diese Inhalte rekursiv ausgeben. Das machen wir eben mit Unterordner Info. Und dann holen wir uns eben noch die Dateien. Datei Infos ist gleich Ordner Info.getFiles. Nicht Files aus dem Intro, sondern das Files. Und dann gebe ich eben diese Datei Info hier auch direkt aus console.writeLine und dazu benutzen wir eben dateiinfo.name. Gut. Was wir jetzt noch nicht haben, ist, dass wir wie im Dateisystem üblich eben Einrückungen machen, wenn wir eine Ebene tiefer sind. Das möchte ich jetzt noch einbauen. Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist diese ganze Code hier oben. Wir müssen hier einfach bloß gib Ordner Inhalte rekursiv aus für eben unsere Ordnerinfo oder Directory Info, die wir hier haben. So. Das nennen wir auch mal Ordnerinfo. Und damit sind wir jetzt eben auf einem halbwegs sicheren Pfad. Wir können jetzt schon mal anfangen, dass wir diese Klasse einsetzen. Ich möchte eben noch mal zeigen, dass wir noch nicht einrücken, aber das werden wir gleich ändern. Was wir hier eben machen, ist, wir instanziieren uns eine Instanz dieser Klasse, Datei Explorer oder Datei System Explorer. Und wir haben hier dann eben eine Pfadangabe. Da gebe ich jetzt einfach mal den Inhalt meines Studierenden oder für das Bachelorstudium meiner Aufzeichnungen, die ich mir noch behalten habe, hier auf diesem Rechner mit an. Natürlich mit einem Verbatim-String. Ist ja nur ein Test. Und dann sagen wir eben, zeige Ordnerinhalte an für diesen Pfad. Und dann gucken wir doch mal, ob das Ganze so funktioniert. Und wir sehen, das ist einiges. Wo wir jetzt eben noch Probleme haben, ist, dass ich eben hier noch keine Einrückung habe. Also wir haben jetzt noch keine visuellen Zeichen, die wir sehen können, okay, das ist eine Datei von diesem Ordner oder das ist ein Subordner von diesem Ordner. Und wir sehen hier bloß sämtliche Dateien und Ordner hintereinander aufgelistet. Hier zum Beispiel für eben die Embedded Systems. Da gibt es hier eben den Unterordner Übungen anscheinend und hier unterhalb von Embedded Systems liegt aber direkt oder innerhalb von Übungen natürlich Embedded Systems Übung 1 und so weiter. Und das möchte ich jetzt eben noch einbauen, dass ich je nach Ebene, in der ich gerade bin, hier eben jeweils eine Einrückung einführe. Gut, dann machen wir das schnell. Wir fangen eben hier an. Und was wir hier machen müssen, wenn wir hier anfangen, ist, wir befinden uns ja auf einer gewissen Ebene. Die halte ich mir als Feld vor.
Das ist einfach ein integer Wert. Aktueller oder aktuelle Ebene können wir das nennen. Und wir starten eben bei minus 1. Und was wir machen, ist, wir erhöhen immer zu Beginn unserer Methode eben die Ebene. Und wenn unsere Methode vorbei ist, dann verringern wir sie wieder. Hat eben den Vorteil, wenn wir hier wiederum die Inhalte rekursiv aus abgeben, dann haben wir eben noch den Wert vom vorherigen Durchlauf uns gemerkt. Und standardmäßig ist das Ding eben 0. Und dann erstelle ich mir eben noch eine Einrückung. Und das mache ich einfach, indem ich mir über den String-Konstruktor eben ein Leerzeichen erstellen lasse. Aber ich möchte nicht nur ein Leerzeichen haben pro Einrückung. Also es gibt hier sozusagen die Möglichkeit in... Entschuldigung, das war etwas langsam. So, jetzt können wir es nochmal sehen. Es gibt hier eben eine Überladung des String-Konstruktors. Da kann ich angeben, dass ich einen bestimmten Character benutzen möchte. Und zwar genauso oft. Das ist eben mit diesem zweiten Parameter Count hier angegeben. Dann kann ich eben sagen, ich möchte gerne so und so viel Characters zur Einrückung jetzt in diesem Fall haben. In meinem Fall Leerzeichen. Dazu benutze ich einfach die aktuelle Ebene mal 2. Das heißt, in Ebene 0 habe ich sozusagen keine Einrückung. Da wird es ein Leerstring letztendlich. Bei Ebene 1 wird es dann eben 2 Leerzeichen Einrückung, bei Ebene 2 4 und so weiter. Und so möchte ich das eben strukturieren, dass wir den Eindruck einer Einrückung haben. Und wenn ich hier dann eben den Ordnernamen ausgebe, dann möchte ich das eben so machen, dass ich hier eben erst die Einrückung ausgebe und dann den Namen. Das möchte ich nicht nur hier so machen, sondern eigentlich auch hier unten. Deswegen schreibe ich mir, glaube ich, eine Hilfsfunktion hier mit rein. Gib String mit Einrückung aus. Also wir haben dann hier eben die Einrückung und den String. String. Und was ich eben hier mache, ist, ich schiebe das hier rein, nenne das hier eben String. Und dann kann ich diese Methode hier oben aufrufen. Einrückung Ordnerinfo.name. Und hier kann ich ebenfalls das so aufrufen. Einrückung aus, dass ich hier die Einrückung übergebe und hier eben Dateiinfo.name. Sondern wenn wir das gemacht haben, dann haben wir eben durch unseren rekursiven Durchlauf uns jetzt noch ein bisschen Status mit jeweils erhalten und anhand dieses Feldes, das uns den Status gibt, in welcher Ebene wir gerade sind, haben wir jetzt eben die Möglichkeit, uns daraus die entsprechende Einrückung zu bestimmen. Und diese Methode können wir sogar statisch machen, weil wir hier eben in dieser Methode nicht auf irgendwelche Felder oder sonstigen Mitglieder dieser Klasse zugreifen. Und das, wenn Sie Methoden statisch machen können, dann ist das ein Hinweis darauf, dass diese Methode eigentlich nichts mit dieser Klasse zu tun hat, weil sie ihre Mitglieder nicht nutzt. Da möchte ich vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen. Wir werden es später auch nochmal genauer besprechen, aber um was es hier geht, ist die sogenannte Kohäsion. Kohäsion sagt aus, wie oft wird denn dieses Feld hier beispielsweise in den verschiedenen Members meiner Klasse eingesetzt. Und wir sehen hier eben, es wird genau hier in dieser Gib-Ordner-Inhalte rekursiv aus angegeben. Nicht in dieser Zeige Ordnerinhalte an. Das ist noch vertretbar, weil wir im Prinzip hier bloß die Überprüfung machen,
ist dieser Ordnerpfad, den wir bekommen haben, korrekt, und geben dann eben die Funktionalität, die tatsächlich durchgeführt wird, hier an diese Methode weiter, die sich eben rekursiv durch das Dateisystem durchhangelt. Die Methode hier ist aber komplett von den Sachen entkoppelt. Das heißt, wir haben hier dadurch, dass wir diese Methode in dieser Klasse behalten, eigentlich eine niedrigere Kohäsion bekommen. Wir können uns nämlich auch einfach vorstellen, dass wir diese Klasse, diese Methode irgendwo anders hin auslagern können. Und damit würde sozusagen A, diese Klasse kürzer werden, dieser Datei-Explorer. Und wir können diese Methode dann auch für andere Zwecke verwenden, weil wir möchten vielleicht auch in anderen Szenarien Einrückungen bei Strings haben auf der Konsole. Kann durchaus sein. Und deswegen ist das bloß mal, ich werde es jetzt hier nicht ändern, aber prinzipiell, wenn man nach guten Designprinzipien vorgeht, ist der Fakt, dass man eine Methode statisch machen kann, immer ein Indiz dafür, diese Methode gehört eigentlich nicht in diese Klasse rein. Nur mal eine kurze Abschweifung. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt das Programm einfach mal ausführen und wir sehen eben jetzt hier, wir haben hier jetzt eine Einrückung. Ich werde hier einfach nochmal, Entschuldigung, das war jetzt nicht so klug. So, nochmal. Wir versuchen das nochmal anzuschauen und wir sehen jetzt eben hier, dass wir hier jetzt eine Einrückung haben für die verschiedenen Inhalte, die wir haben. Wir haben hier jetzt eben Semester 6 beispielsweise. Der komplette Ordner ist eben, okay, das sieht man gar nicht mehr, weil es auch nicht auf die Konsole drauf passt, aber es sind halt ziemlich viele Daten. Wo fangen wir denn an? Wo waren wir denn gerade? In Semester 6 können wir beispielsweise in Compiler-Bau reinschauen. Da ist bloß drin der Ordner Übungen und hier die Folien. Und ich sehe gerade, ich habe ein Problem noch, nämlich, dass die Dateien innerhalb von Compilerbau eben hier auf gleicher Ebene angezeigt werden wie der Überordner eigentlich. Das ist nicht so gut. Ja, macht aber auch Sinn, weil ich hier sozusagen den Überordner ausgebe und dann eben hier die Dateiinfo mit der gleichen Einrückung. Das heißt, ich muss mir die, das ist eben Einrückung Ordner und ich möchte hier allerdings auch noch die Einrückung für Dateien haben. Okay. Jetzt ist die Frage, kann man das auch mit String machen? Natürlich nicht. Das sollte aber stimmen, weil ich einfach den Wert, den ich vorher hatte, verdoppelt. Und wir benutzen jetzt eben hier diese Einrückung Dateien hier unten. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und sollte das jetzt besser aussehen, wenn wir eben jetzt hier hinschauen, dann sehen wir trotzdem, dass wir ein Problem haben. Das Problem ist halt hier, dass wir aktuell, ja, das war jetzt auch ein riesen Blödsinn von mir, ich entschuldige mich gleich mal dafür. So macht es natürlich mehr Sinn. Probieren wir es jetzt nochmal. Das schaut schon besser aus. Hoffentlich. Oder auch nicht. Ja, weil ich auch hier wieder vergessen habe, ordentlich zu klammern. Sie sehen, auch ich bin vor marginalen Programmierfehlern überhaupt nicht gefeit. So, jetzt hoffe ich aber, dass es passt. Jetzt schaut es schon besser aus. Wir werden uns jetzt mal hier das unter die Lupe nehmen.
Wir haben jetzt hier eben den Ordner Embedded Systems. Da liegt eben drunter der Ordner Übungen und innerhalb dieses Ordners Übungen sind hier eben Embedded Systems Übung 1, DocX, PDF, V1 Ports und so weiter. Und hier haben wir dann eben innerhalb von Embedded Systems direkt Einführung, Mikrocontroller und so weiter. Und dieser Spaß, den dürfen Sie dann auch noch im sechsten Semester, glaube ich, war es. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile vorgezogen wurde. Aber auch mit Mikrocontrollern dürfen Sie sich dann beschäftigen. Okay. Wir könnten uns jetzt noch in diese Klasse einbauen, dass wir eben nur bis zu einem gewissen Level die Ordnerinhalte ausgeben. Das heißt, wir würden hier noch eine Eigenschaft machen, in der wir eben sagen, bis zu welcher Zielordnerebene wollen wir denn ausgeben. Und dann überprüfen wir eben hier, wenn wir die Rekursion beginnen, in welcher Ebene befinden wir uns denn gerade. Und dann wird eben hier, wenn wir uns in der Zielebene befinden oder beziehungsweise wenn wir darüber hinaus sind, dann würde eben diese Rekursion sofort abgebrochen. Wir brechen ja zurzeit so ab, dass wir eben sagen, okay, wir haben keine Directories und hier mehr in diesem Ordner drin. Also ein Ordner hat keine Unterordner mehr. Und damit sind wir dann eben am Ende der Rekursion angelangt, weil diese For-Each-Schleife dann nicht, oder der Scope dieser For-Each-Schleife wird dann nicht durchlaufen. Ja, damit bin ich am Ende von diesem Video. Wir haben eben nochmal gesehen, wie kann man Directory-Info und File-Info nutzen, um jetzt mal eben Inhalte oder das Dateisystem, deren Inhalte auf der Konsole auszugeben, ähnlich wie wir das vom Datei Explorer gewohnt sind. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!